Okay, so Boys und Damen, herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von mir und ich möchte euch heute einfach mal das Double Tappen zeigen. Ihr merkt schon, ich mache im Moment so eine Tutorial-Serie, weil ich einfach ein bisschen oder ein paar Leute dazu bringen möchte, dass die halt mehr Sub spielen und das ist gerade mal so meine Intention. Und ja, Jungs, ich würde sagen, ich fange mal direkt an. Auf jeden Fall könnt ihr mir nochmal gerne auf Twitch folgen. PingoPVPYT, Link in der Beschreibung und let's go. Also, ich weiß nicht, viele oder wie man natürlich sagen kann, Double Tappen ist einfach links, rechts und das ist dann einfach, dass man so machen würde. Aber ich muss sagen, ich kann so nur smoother Refills machen, also relativ langsam durch die Bar gehen. Und das ist auch nicht so Sinn in der Sache, weil wenn ihr mal einen Damager oder so habt, dann könnt ihr ja nicht einfach so durch die Bar, also ganz langsam refillen, wisst ihr. Und der Trick dessen, den zeige ich euch heute. Also erstmal ist es so, wenn man halt so klickt, seht ihr unter meiner Handcam, seht ihr ungefähr, dass ich so 6 bis 7 CPS mache. Sprich, wenn ich auf beiden Seiten klicke, sind das ungefähr so 12 bis 14 CPS. Und der Trick der ganzen Sache ist einfach, dass man Double-Klicks macht. Sprich, ich klicke jetzt genau in der Geschwindigkeit und ihr seht, dass ich so 10 bis 11, also 9 bis 11 CPS immer ungefähr habe. Sprich, das sind dann 20, 22 CPS ungefähr, die ich habe. Und das mache ich einfach am Anfang des Refills. Sprich, ich mache es so und habe jetzt schon 3 Summen. Und das ist einfach dieser, also dass ich kurz am Anfang meine Hand, also meine Finger so gesagt fallen lasse und dann schon mal so. Wenn es gut läuft, sind es sogar 4 Summen. Also da habe ich so gesagt, diesen Start vom Refill. Und wenn das gut klappt und man das mit Gefühl macht, dann hat man so gesagt schon den halben Refill hinter sich. Ich muss sagen, bei der Rocket Cone XCD, bei der hier, ist es so, dass ich sogar mit Anstrengung so 12 CPS schaffe. Sprich, warte mal. Also man sieht, ich schaffe schon 4 Suppen. Nur mit 2 Klicks und das ist so gesagt dieser Trick dahinter. Wenn ich jetzt so machen würde, nur so würde ich gar nicht refillen können. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt geht. Und deswegen ist dieser Trick einfach, dass man am Anfang einmal diese Double-Klicks raushaut und dann ja, ist es ein smoother Refill. Sprich, wenn ich jetzt mal mit der geht das auch, aber ich kann mit der Logitech das nicht so gut finden, also wie mit der XCD zum Beispiel. Und ja, das ist eigentlich schon der ganze Trick hinter der Sache. Also ich würde euch nicht nur empfehlen, jetzt so zu machen und dann so durchzuklicken. Der einzige oder das einzige die einzige Schwierigkeit wird dann eigentlich beim Double Tappen nur, dass man sich sehr stark merken muss halt, wo die Suppen liegen. Sprich, ich mache jetzt so einen Refill. Ja, komm. Und jetzt muss ich halt überlegen, wo ich diesen Double Click raushau. Aber da kommt man auf jeden Fall ganz schnell rein. Aber das ist so erstmal im Grunde genommen so das Tutorial. Warte, ich muss mal die Maus switchen. Ja, okay, man merkt schon, dass ich mit der XCD ein bisschen. Ja, okay, ein bisschen besser Double Tappen kann. Ich habe auch gerade erst den PC angemacht, also bin ich nicht 100% eingespielt, aber das ist meistens auch eine Ausrede. Und ja. Mausibius. Und ja, das war es eigentlich schon dazu. Also, so geht es halt mega krass zu Double Tappen. Und so hat man dann auch nicht das Problem, dass man so voll schnell klicken muss oder Double Jitter oder so machen muss, sondern einfach ganz entspannt macht man am Anfang Double Click und dann kann man einfach durchklicken und dann hat man einen guten Refill. Also, das war das Tutorial dazu. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das weitergeholfen hat. Und jo, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video und tschüssi.